Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Es hat gerade angefangen, strömend zu regnen. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das Heroin zerstört, ein paar Leute gekillt und jetzt fahren wir zurück zu Donovan. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja Leute, wenn es euch gefällt, dass wir uns hier Mafia 3 reinziehen, dann lasst mir doch ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine der darauf folgenden Folgen. Ja, und wir gucken mal jetzt, was er uns für uns hat hier. Ich finde ja den Truck hier auch geil, ne? Guckt zwar so ein bisschen Hillbilly-mäßig, aber hey. Das soll nicht unser Problem sein. So. Du gehst am besten wieder, solange du noch gehen kannst. Ach so, läuft das. Der Bus hier. Ja, Alter, gehen wir doch rein, gehen wir doch in die Hütte. Was denkst du dir eigentlich? Bleib ruhig oder du stirbst. Raus hier oder ich rufe die Polizei. Ja, ist okay. Bleib hier oben, wo du hingehörst. Wer soll hier nicht so rumschleichen? Ich rufe die Polizei. Nein, nein. Ach, scheiße. Zeugen sind Unbeteiligte, die zum nächsten Telefon rennen. Schalte Zeugen aus. Ohne sie gleich umzubringen und ohne dass dieses weitere Zeugen oder Polizist. Scheiße. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Mein Laden wird zusammengeschossen. Ich werde auf deinen Grab bissen. Wenn jemand Langeweile hat, wir haben einen Anruf bekommen wegen eines Tötungsdelikts im Hollow. Zentrale Ende. Mist. Mir noch dein Geld. Aus dem Weg. Ich war's nicht. Ah. Fahren jetzt Streif und suchen mich oder was ist hier los? Komm, steig ein. Lass nichts von ihm übrig. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ich hab einen Plattner, das war ja klar. Alter, noch ein Platten. Wuhu! Felge! Felge frisst Boden. Steig ein, fahr los. Der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Oh, fuck. Entschuldigung. Sagt man nicht. Alter, schon wieder. Wie könnt denn ihr mit einer Schrotflinte so genau
Lauf, 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 lauf. Los, los, los! Tun Sie mir nicht weh, bitte. Ist. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Das Geld mit, Mann. Er wird gar nicht wissen, wie ihm geht. Den Spruch bringt ihr zurzeit öfters, wa? Alter Schwede, aber ihr habt ja auch... Komm, 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 reicht das? Nein, geht nicht. Nein, nein, das Geld, das schöne Geld, 7567. Oh, wie viel geht denn davon verloren? Ich dachte, ich kann da vielleicht hinlaufen und dann reicht das aus. Über 3000 verloren. Leck mal doch. Mann. Bring ich den Rest wenigstens in den Keller. Ach, hier bin ich. Mist. Och, Manno. Nehme ich den. Na, komm. Ach. Ach, das war ungünstig jetzt. Rede mit. Ja, genau, da wollte ich ja hin. Wurde mir ja nicht gewährt. Hätte sein können, dass er so aus der Verfolgung rauskommt, dass ich mich da hinsetzen kann. Haha, das hat geklappt. Ein kleiner Drift. Alter. Reifen müssen schon lange tot sein, ey. Ja, wobei, es regnet ja, da kann man sowas mal machen. Achtung! Entschuldigung. Achtung! Ich hab den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau gute Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bucephus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Seine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Die Hillbillies wieder. Oder die. Oh. Nanu? Konformatiere vier Finger. Ach du Schande. Boss rekrutieren. Oh Gott, Bosse auch noch. Denk daran, dass du vor kurzem die Kirche und das dortige Heroingeschäft verwandt hast. Daher hast du nun die Wahl, entweder den bisherigen Boss umzulegen, was dir schnell Geld bringt, oder ihn anzuwerben, was auf längere Sicht den Ertrag des Geschäfts erhöht. Okay. Dann habe ich da aber auch die Gegner gesehen. Verzeihung, junger Mann. Verzeihung. Was denn? Achso, sie möchten sich bei mir entschuldigen.
schön, die sind aber viele. Und hinter der Wand. Hab Richie gesagt, er soll Charlie nicht die Verantwortung für das Heroin überlassen, aber er hat auch bestanden. Wäre Charlies Vater schuldig oder so? Charlie ist nicht halb so viel wert wie sein Vater. Wenn der Nigger seine Fresse hier zeigt, kümmern wir uns um ihn und danach kümmern wir uns um Charlie. Na klar. Nummer 1. Warte mal. Ich muss ja dahinter. Ja. Entschuldigung. Was ist denn diesmal? Auch wieder da drin. Dann gehen wir doch mal hoch wieder. Uns wieder hier durchschnetzeln, wa? Nicht hier richtig? Jo. Was macht die Familie so? Was denkst du, macht Georgie, wenn er merkt, dass all seine Dealer überfallen werden? Richie wird er auf jeden Fall töten. Vermutlich auch Charlie und Mel. Ach, Scheiße. Wenn es dazu kommt, mache ich mich dünn. In den Sümpfen da draußen wird mich Georgie niemals finden. Charlie hat alle Jungs zusammengerufen. Habt ihr schon auf einen Namen geeinigt? Wir müssen uns nur verstecken und warten, bis der Nigger kommt. Ja, das macht was. Wenn die Scheiße, dass wir dauernd angegriffen werden, nicht aufhört, wird mein Sohn am Ende irgendwie anders genannt. Nee, das kommt. Die Jungs passen schon auf. Du wirst sehen. Mist. Mein Freund. Wie sieht's aus? 1000 sofort oder 2000 um. Arbeite für mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Alter, da war der Arm durch. Bisschen brutal, würde ich meinen. So, gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Aktuelles Einkommen 30.000, Einkommen plus 30.000. Verschonte Infos 2 sind 2.000, Boss verschont 2.000. Trotzdem 64.000 gemacht. Geil. Geschäft im aktuellen Bezirk 1, kontrollierte Bezirke 0. Büchsenmacher plus Präzision Jean Baptiste überarbeitet die Zielvorrichtung deiner Waffen, sodass sie deine Präzision verbessert, okay? Wow. Ach, das ist dann immer automatisch freigeschaltet, desto mehr Geld wir haben, wa? Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ein paar Männer rüber. Und danke. Ja, erstmal schön die anderen Kran reingeballert. Nennen Sie Ihren Namen bitte fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen.
Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke... Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. War es das wert? Wie läuft denn das jetzt eigentlich mit unserem Geld? Ich weiß immer noch nicht, ob wir das irgendwie abholen können, oder... Wenn wir jetzt wirklich ein paar 60.000 einnehmen. Gibt es denn hier irgendwo so wie ein Safe oder wo wir mal rangehen können und sagen, hey, ich möchte mal ein bisschen mehr Cash haben, gib mir das. Wir kriegen den Laden hier sauber dank Ihrer Hilfe. Ja. Aber wo ist mein Geld, Mann? Nicht, wo ist mein Auto, sondern wo ist mein Geld? Gibt's denn hier ein Safe oder... Ich weiß es nicht. Das würde mich mal voll interessieren. Ach, hier komme ich gar nicht rüber. Doch, da. Warte mal, da drin ist ein, was zum Umkleiden. Aber dann... Hui. Aber ein Safe habe ich nicht gesehen. Sagt, schreibt's doch mal in die Kommentare. Vielleicht, übersehe ich da bloß was? Cash, Umkleide. Ach, da lag noch Geld, 41 Dollar. Ich dachte schon, sonst da Geld holen können. Ah, und du so, Kuppelkeule. Scheißegal, von wem du denn Geld kriegst. Hauptsache, du kriegst es, nicht? Hm. Mal, wie machen wir? Okay, ich brauche keine Heilung. Mahlzeit, Mahlzeit. Hm. Na gut. Wow. Kickback. Einer deiner Unterbosse hat zum ersten Mal einen Kickback für dich erwirtschaftet. Verfügbare Kickbacks werden immer auf der Karte angezeigt, gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Unterboss. Du Kickback. Du erhältst einen Anteil der Einnahmen der deiner Unterbosse. Weise ihnen Geschäfte und Bezirke zu oder verschone Informanten und Bosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit Verteilung von Geschäften und Bezirken. Aha. Und wo ist jetzt hier ein Kickback? Das? Hä? Huh? Nee, eigentlich nur. Hier Ausrufezeichen. Legen Sie hier unten im Tresor ein. Lager im Tresor ein, ja, okay. Aber noch ist ja nichts hier mit Kickback. Haben wir jetzt gar keine Aufgabe? So, rede mit... So, dann machen wir doch das. Oder wollen wir unser Geld erstmal wieder ablegen? Ah, ich... Nee, das ist so weit weg. Hier sind wir nah genug dran.
Vorsichtig, ich komme mit meinem Bossomobil. Oh, wen hast du denn da erwischt? Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Na, ich hoffe, er hat recht. Das war vielleicht ein bisschen am Arsch. Popo meine ich natürlich. Richie erledigen. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richies, ja, und die Dixie-Mafia auf aus ihren Löchern gelockt. So kommst du an Marcono ran. Enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Leutnants und Kapos, oh mein Gott, ich hab's heute nicht mitlesen. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie und schnapp dir das Hollow. Miau macht's da. Man kann nicht mit der reden und immer ein bisschen Geld abziehen hier? Ihr habt hier meine Geschäfte laufen, ja? Stand doch gerade noch laut Dings hier. Du mich. Ja, genau. Ach, die ist über uns. Oh. Sag das doch. Ich will Geld. Muss mein Reichtum nähren. Halt, falscher Raum. Ah, so sieht das aus. Laura grüßen dich. Und ich auch. Gib mir. Wir haben so viel Geld, weil du so hart gearbeitet hast. 600 noch was. Hast es dir verdient. Danke. Ich habe gehofft, das ist ein bisschen mehr als nur 600 Kröten. Aber gut, für die Zeit ist es, glaube ich, noch recht viel, ne? Weil auch da Hardcore mit Inflation und ach, weiß nicht was allem. So, wie weit müssen wir da? Ich will aber mein Geld wegbringen, Leute. Wir bringen jetzt das Geld weg, ey. Das wäre zu schade. 4000. $4000 zu verlieren, das würde echt wehtun. Wäre schon hart, 4000 Euro zu verlieren, ey. Und damals war das Geld ja noch rar. Uah. Fährst du quer, siehst du mehr, weißt du Bescheid, ne? Züchter, da kommt schon. Haben wir noch ein paar hundert Meter vor uns. So. Dann gehen wir jetzt das Geld ablegen und dann gehen wir mal los. Dann kriegt einer wieder was auf die Backen.
hoffe, den Schuppen hier kann man auch nochmal wieder neu so auf Vordermann bringen. Nice. 13.000 im Safe. Und dann, wisst ihr ganz ehrlich, dann passiert irgendwas, unser Safe wird leergeräumt und dann sind wir wieder pleite. Hundertprozentig. Irgendwie sowas wird passieren. Gibt's denn hier optional irgendwas, das man noch machen kann? Das ist hier bloß der Raum. Und da kommen wir noch gar nicht rein. Okay. Dann halt nicht. Huch. So, nächstes Ziel ist der Vergnügungspark. Gehe zum Baron Samedis Rummelplatz. Tja Leute, aber wie wir die ganzen Leute auf dem Rummelplatz erledigen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mafia 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal.